Mittlerweile haben die Mitarbeiter des Campingplatzes an der Perdöler Mühle in Belau wieder Zeit zum Durchatmen. Während der Saison war das für sie kaum möglich, denn wie in ganz Schleswig-Holstein hatten auch sie viel zu tun. Wir hatten sehr, sehr viele Anfragen. Wir waren im Juli, August super ausgebucht, im Juni besser als im Vorjahr. Wir haben spontan Anreisen bekommen, ob die noch eine Nacht hier schlafen können, ob die verlängern können. Also das war schon sehr, sehr gut. Schleswig-Holstein bleibt weiter angesagt, wie die vorgestellten Zahlen belegen. Die Feriengebiete an der Küste haben weiter zugelegt, wobei die Urlauber an die Ostsee eher für Kurztrips fahren und an der Nordsee gern länger bleiben. Im Binnenland ist es unterschiedlich. In der holsteinischen Schweiz gingen die Zahlen hoch, im Südosten leicht zurück. Gerade für Aktivtouristen wie Radfahrer soll Schleswig-Holstein attraktiver werden, hieß es heute bei der Präsentation der Halbjahresbilanz. Meine Erfahrung war, dass ich mit dem Verkehrsminister, dem ich ja auch bin, hier und da darüber sprechen muss, dass der Radweg nicht überall in einem guten Zustand ist, dass wir das verbessern müssen. Das ist kein Geheimnis, aber es wird natürlich umso deutlicher, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Hier und da fehlt auch ganz ein Radweg. Also meine Erfahrung als Radfahrer war in der Tat auch, man ist nicht alleine unterwegs. Hin und wieder hat man sogar auch noch mal eine Herde Schafe dabei. Wirklich tolles Erlebnis, an den Deichen zu fahren. Das Wetter beeinflusst laut der Geschäftsführerin der Tourismusagentur Schleswig-Holstein die Buchungslage kaum. Die Menschen wissen, dass der Sommer im Norden unberechenbar sein kann. Was ich auch ganz wundervoll finde, sind einfach die Menschen, die hier leben. Die authentisch, ehrlich, gastfreundlich mit einem umgehen. Weil eins ist die Natur, die man erlebt. Aber man hat mit Menschen zu tun. Und das freut mich immer wieder, davon zu erzählen, welche tollen Menschen ich hier kennenlernen durfte. Und trotzdem machen fehlendes Personal und wachsende Konkurrenz im In- und Ausland das Geschäft schwer. Genauso wie immer kurzfristigere Buchungen. Im Winter und Frühjahr konnten vor allem größere Hotels mit Wellnessangeboten mehr Gäste als im Vorjahr verzeichnen. Angesagt bleiben weiter Ferienhäuser, Glamping oder besondere Übernachtungsmöglichkeiten wie diese Tippis in Perdöl. Es ist was Neues. Man kann tolle Bilder hier drin machen, weil es alles nicht gedrungen ist. Man hat trotzdem dieses Zelten. Gerade für Kinder ist das so, wow, wir gehen in ein Indianerzelt. Das ist toll. Ziel fürs kommende Jahr ist, dass die Leute wieder länger bleiben. Denn bei der Verweildauer hat Mecklenburg-Vorpommern Schleswig-Holstein überholt. Den ersten Platz wolle man sich zurückholen, hieß es heute.